Fertig, bereit.
Was ist passiert? Bist du in Ordnung? Frontflügel hat etwas abbekommen. Scheint nur geringfügig zu sein, aber geh es etwas ruhiger an, um das Problem nicht zu verschlimmern. Reparaturarbeiten am Wagen haben uns etwas Zeit gekostet. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1,39,2. Wenn du Informationen zur Reifenabnutzung oder einem Schaden aufrufen möchtest, drücke die MFA-Taste für die Multifunktionsanzeige und dann erneut, um zum Reifen- und Schadensbildschirm zu navigieren.
alles fertig. Wir sind bereit.
gerade die bislang schnellste Runde gefahren. Saubere Arbeit. Etwa zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Unsere beste Runde liegt jetzt bei 1 Minute 39,1. Thank you.
bist jetzt auf P2. Du startest zurzeit aus der ersten Reihe. Thank you.
Wir sind alle bereit für das morgige Rennen, aber bevor es losgeht, werfen wir einen kurzen Blick auf die vorderen Plätze der Startaufstellung. Bottas, Hamilton und der Witzbold. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Okay, das nennt sich wohl erfolgreiches Qualifying. Damit haben wir im Rennen eine gute Chance. Hier sind wir also, die Formel 1 ist wieder in Marina Bay zu Gast und ich heiße alle Zuschauer zu Hause herzlich willkommen, die heute für dieses faszinierende Rennen auf den glühend heißen, aber wunderschönen Straßen von Singapur eingeschaltet haben. Mit seinen insgesamt 23 Kurven, 13 links und 10 rechts, bringt es der Marina Bay Street Circuit hier in Singapur auf eine Länge von 5 Kilometern. Die durchschnittliche Rundengeschwindigkeit auf dieser Strecke 172 km/h. Für den Grand Prix werde ich heute erneut von Stefan Römer unterstützt. Lass uns über Charles Leclerc sprechen. Sieht so aus, als ob sie heute ganz schön kämpfen müssen. Die Gridstrafen, die das Team aufgrund des Auswechselns der Triebwerkskomponenten erhalten hat, machen all das sicher nicht einfach. Aber das Gute dabei ist, dass ihnen diese neuen Komponenten dabei helfen können, sich bis ganz nach vorne durchzukämpfen. Ich rechne ehrlich gesagt heute mit einem sehr aggressiven Kurs, um den problematischen Start auszugleichen. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Aufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Valtteri Bottas hat gestern gute Arbeit geleistet, der Finne startet von der Pole. Und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Und die übrige Startaufstellung ist wie folgt. Der Witzbold, Verstappen, Sebastian Vettel und Ricardo. Sainz, Perez, Gasly und Kevin Magnussen. Stroll, Ocon, Romain Grosjean und Schumacher. Leclerc, Raikkonen, Alexander Albon, er hat eine Gridstrafe erhalten. Und Antonio Giovinazzi. Russell, Latifi, Norris und Dani Kvyat komplettiert die Startaufstellung. Welcher dieser talentierten Fahrer wird sich heute durchsetzen?
Start konnten wir keine Probleme feststellen. Halte die Drehzahl beim Start im Auge. Wir wollen schließlich nicht stehen bleiben. Die Fahrer des Rennens sind Bottas und Verstappen. Auf Rang 5. Sie fahren mit neuen weichen Reifen. Er ist auf Rang 14. Halte die Startampel im Auge. Die Startsequenz beginnt, sobald alle Fahrer in Position sind. Bereite dich aufs Kuppeln vor.
gemacht, Partner. Guter Start. Die bisher schnellste Runde des Rennens gefahren. Bleib dran!
Zeit zum Teamkollegen beträgt 12,4 Sekunden.
verlierst ein wenig Zeit gegen deinen Hintermann. Gib weiter Gas. Sind noch in gutem Zustand.
jetzt im Boxenstoppfenster. Du wirst mit Mediums weiterfahren. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 19,1 Sekunden. Diese Runde, jetzt macht Druck!
für den... Los, los, damit du an der Ausfahrt auf Renntempo bist. Los, los, los! Du musst jetzt nur noch einmal stoppen. Noch ein Boxenstopp. Gemacht. Super überholt. Box, Mick an der Box.
ein paar Informationen zu Ray können. Anscheinend ist das Problem gravierend. Er gibt auf. VSC auf der Strecke. Das virtuelle Safety Car ist auf der Strecke. Wir müssen hier ein positives Delta beibehalten. Langsamer werden. Positives Delta beibehalten. Okay, langsamer werden. Langsamer werden. Dein Delta ist negativ. Du bist also zu schnell. Verringere dein Tempo. VSC endet. Gleich kommen die grünen Flaggen. Positives Delta bis zu den grünen Flaggen beibehalten. Virtuelle Safety Car Phase endet. Tempo bis zu den grünen Flaggen beibehalten. VSC endet. Auf grüne Flaggen warten. VSC endet. Gleich kommen die grünen Flaggen. Positives Delta bis zu den grünen Flaggen beibehalten. Grüne Flagge. Legst du einen Platz weiter vorn.